Ein herzliches Willkommen an alle, die wieder eingeschaltet haben, hier zu Mass Effect 1. In der letzten Folge haben wir den Turianer auf Pheros bekämpft und ausgeschaltet. Und, ich hatte mir vorgenommen, diesmal noch ein bisschen, von der Hauptquest noch Abstand zu nehmen und mal vielleicht noch ein paar Nebenquests zu machen. Und vor allem hier mal noch ein bisschen mit dem einen oder anderen noch zu quatschen und vor allem auch noch ein bisschen zu handeln, unsere Aufrüstung zu erweitern. Dazu werde ich jetzt erstmal hier an die Schränke gehen und gucken alle noch mal auf die auf den aktuellen Ausrüstungsstand bringen. Hier zum Beispiel sehen wir schon, dass hier die alles ein bisschen noch rückständig ist. So, ich achte da jetzt auch gar nicht so sehr auf Besonderheiten, weil wir können hier kann ich nämlich gleich auch die ganzen Stufe 3 und sowas alles verkaufen noch und kann dann noch ein bisschen was an Cash rausholen. So, Skorpion. Na, dann nimm die mal. Ja. Platz 12 Schilde. Ja, dann Schmetterschaden, Physiklimit. Nehmen wir kinetische Puffer. So. Ja, was ausgerüstet. Tali, die hatten wir auf der letzten Mission mit. Rex auch. Garrus. So. Tsunami. Nimm die mal. Und den Kampfscanner und die Wolfram-Munition. Hurricane. Ah ja. Okay. Schreddermunition. Pistole. Kessler. Ja. Nimmst du diese. Und wir nehmen Protonladung. Nehmen wir die. So, wir haben tatsächlich eine neue Rüstung für Garrus. Phoenix. Wubbidi. Okay, naja. Schockabsorber hat der hier noch drin. Ja, dann nimmt der hier mal das Medizininterface. Okay. Garrus, Kaidan. Kriegt auch nochmal eine andere Waffe. Plutonium-Munition. Oh, Raptor ist auch nochmal besser. Dann nehmen wir doch die, wenn die gerade in so einer Kolonne-Munition, Storm. Er hat hier noch Stufe 1 Waffen, ey. Unglaublich. Ja, da sieht man auch, dass ja, die Leute, die man halt nicht regelmäßig dabei hat, die sind halt noch etwas rückständig ausgerüstet. Aber gut, ich meine, Phoenix. Zwei Schadenschutz weniger, dafür viel mehr Schilde und Biotikschutz. Dann soll der Phoenix nehmen. Hehe. So. Exoskelett, Schmetterschaden. Ja. So. Ashley. Die bekommt auf jeden Fall hier mal Terminator. Oh, ja, die Tsunami ist nochmal viel besser. Und Schreddermunition. So, Storm, ja.
So, aber hier auf jeden Fall Kryo-Munition. Wie sieht's aus? Ah, da ist sie schon relativ aktuell. Kommt auch mal Schredder-Munition da rein. Ja, dann krieg ich die nächste Stufe. Wolfram gegen synthetische Ziele. So, Onyx. Das ist so alles. Mantis. Nee, die bleibt jetzt bei der Onyx-Rüstung. So, weil sie gerade nebenan steht, schwatzen wir doch mal mit ihr. Commander? Wie machen wir uns? Wie lautet deine Meinung über unsere letzte Mission? Man muss diese Kolonisten irgendwie bewundern. Das ist der schlimmste Platz für eine Kolonie, den ich je gesehen habe. Angesichts der Aussicht würde ich zusehen, dass ich verschwinde. Ja, das stimmt schon. Aber wir haben das ja ganz gut geregelt. Und ja, jetzt können sie wieder anfangen, sich ein mehr oder weniger normales Leben aufzubauen. Können wir vielleicht mal reden? Können wir uns kurz unter vier Augen unterhalten? Ich habe noch bis morgen Urlaub. Ich wollte gerade einen trinken gehen. Es gibt was zu feiern. Falls Sie mitkommen möchten. Okay, Anlass? Gibt's was zu feiern? Heute ist Gedenktag. Das Ende des Erstkontaktkrieges jährt sich. Meine Familie begeht ihn immer. Da ich die einzige Williams an Bord bin, dachte ich, ich frage dich. Da fühlen wir uns doch mal geschmeichelt. Ist nicht gerade das beste Ereignis, um gefeiert zu werden. Das war vor 26 Jahren. In unserer Familie ist es keine richtige Feier. Es gleicht eher einer Verpflichtung. Und jetzt sag nicht, du würdest meine Familie nicht kennen. Meine Commander finden es immer heraus. Steht es nicht in meiner Akte? Die Akte ist sauber. In deiner Akte steht so gut wie nichts drin. Da sind ein paar technische Sachen und die letzten Scheißjobs. Es gibt einen Grund für die Scheißjobs. Ich bin General Williams Enkelin. Er war im Krieg Kommandant der Shangxi-Garnison. Der einzige Mensch, der sich je einem fremden Volk ergeben hat. Okay, jetzt verstehen wir das. Na, es ist... Ein Mensch, der sich einem fremden Volk ergeben hat, das heißt, ne, so schlechtes Karma und so. Verstehe. Darum treibst du dich immer so an. Ein Williams muss besser als der Beste sein, um gar nicht erst verdächtig zu erscheinen. Das hat mir mein Vater in der Nacht, in der er in den Ruhestand ging, gesagt. Man muss schon ein ziemlicher Dickkopf sein, um einen Job anzunehmen, bei dem die eigene Familie gebrandmarkt ist. Ich habe es dennoch getan. Ich werde nicht zulassen, dass unser Name mit Arnold und Quisling zusammen untergeht. Mein Großvater hat etwas Besseres verdient. Ja, du aber auch. Er weigerte sich, seine Männer zu opfern, nur damit die Menschheit ihr Gesicht bewahren kann. Hast du vor, dich in ein Schwert zu stürzen, nur um seinen Ruf zu retten? Würde das einen Unterschied machen? Er ist tot. Mein Vater ist ebenfalls tot. Wen würde es beeindrucken? Für die Allianz wäre es nie gut genug. Nur damit du es weißt. Willst du mich von deinem Schiff werfen, Skip? Nein, auf keinen Fall. Wir brauchen dich. Ich brauch dich. Du bist ein wichtiges Mitglied meiner Crew, Williams. Wenn ich wissen will, was der Kopf denkt, gehe ich zu Alenko. Will ich das Herz befragen, komme ich zu dir. Ich kann außerdem ziemlich gut Pool spielen. Außerdem muss ich noch einiges erledigen, bevor wir landen. Und du doch bestimmt auch. Okay. Wollen wir noch weiterreden? Können wir uns kurz unter vier Augen unterhalten? Ich sollte lieber wieder an die Arbeit gehen, Skipper. Gewehre warten sich nicht von allein. Zumindest bis jetzt noch nicht. Okay. Auf Wiedersehen. Wegtreten, Chief. Ma'am? Ma'am. Wie süß. So, wir können hier den Marco inspizieren. Okay. Brauchen Sie Vorräte? Brauchen Sie Vorräte? Ja. Oh, zurück. Ja. Zeigen Sie mir Ihr Angebot. Sehr gern, Commander. Okay, wir verkaufen erstmal hier. Verkaufen, 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 verkaufen. So. Ja, die Stufe 4 Sachen lasse ich mal noch da. Was hat denn so ein Angebot?
ja, nicht so besonders spezielle Sachen. Lassen wir das und wir fliegen mal zur Zitadelle. Fix. Denn ich würde dort gerne mal Konrad Wörner kennenlernen. Nicht kennenlernen, aber nochmal. Ansprechen. Da geht nämlich der Teil dieser Nebenmission nämlich noch weiter. Wir können mal gucken, ob wir noch ein paar andere Sachen auf der Zitadelle zu erledigen haben. Wir schauen mal eben. Tagebuch. Liebes Tagebuch. Zitadelle der Fan. Fürs Forschungsteam. Hier. Für Mr. Forscher finden. Datenlist finden. Mineralien finden. Turianische Insignien. Die Zitadelle. Geiselname, Cerberus. Kampfzeichen, Asari-Schriften, VI außer Kontrolle. Da, Emily Wong informieren. Am Zitadellturm. Okay, die zwei Sachen machen wir auf Zitadelle und dann machen wir Cerberus. Würde ich sagen, machen wir einfach. Ihr habt ja keine Wahl. Ihr könnt euch das nur angucken oder nicht. Ich mach's trotzdem. Serpent Widow Cluster. Jawohl. Und los geht's. Dann hier in die Zitadelle. Jawohl, landen. Hallo Presley. Hier sitzen sie alle frei und lied. So, eine Stür. Dann gehen wir hier lang. Verlassen. So, diesmal nehme ich Liara und Ashley mit. Ja. Na, viel zu tun haben wir ja hier nicht. Innendruck wird Außenatmosphäre angeglichen. Jawohl. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. Okay. Diesmal wartet hier auch keiner auf uns. Er hat uns ja beim letzten Mal der Admiral abgefangen, oder ein Admiral, der hier unbedingt mal Visite machen wollte. Nach Jahren schlechter wirtschaftlicher Ergebnisse hat Exogeny verkündet, dass die Forschungskolonie auf Pheros nun endlich Gewinn macht. Neue Entdeckungen sowie entschlossene Kolonisierungsbemühungen haben sich für Exogeny endlich ausgezahlt. Nach der Ankündigung stiegen die Aktien von Exogeny und die Investoren zeigten sich erfreut über die guten Neuigkeiten. Naja, nicht zuletzt wahrscheinlich, weil wir da ordentlich mal aufgeräumt haben. Türe auf. Okay. Wir gehen mal hier unten noch zu dem Ausrüstungsoffizier. Der hat nämlich die guten Spielzeuge. Hallo, Commander. Zeigen Sie mir, was Sie haben. Ich zeige Ihnen die guten Sachen, Commander. Viel Spaß damit. Hey, viel Spaß damit. Ich
Okay, ich hatte gehofft, er hat vielleicht hier schon die HMW oder wie die heißen. Das sind nämlich besondere Gewehre, die besonders gut sind auch. Okay. Mittelschwer. Yara braucht leichte Rüstung. Ja, die wäre jetzt ein bisschen besser. Hydra ist, sagen wir, noch schlechter. Schade. Guardian. Guardian hat immer viele Schilder, aber Guardian 3 ist halt... Ja, gut. Dann nicht. Dann keine guten Sachen. Dann nehmen wir das Schnellreisesystem. Allzu lange wollen wir uns dann hier vielleicht nicht aufhalten. Wir könnten natürlich hier noch ein paar Missionen machen. Die... Ja, ich weiß, wann wir die machen. Die machen wir später. So. Miss Wong, da ist sie schon. Ich bekomme die ersten Aufzeichnungen rein. Das wird eine große Story. Vielen, vielen Dank für Ihre Hilfe. Bitte nehmen Sie. Das ist alles, was mein Verleger rausrücken wollte. Ja, ist ja für eine gute Sache. War kein Problem. Viel Glück mit der Story, das wird die Leute sehr interessieren. Ich möchte mich für Ihre Hilfe bedanken. Vielleicht können so ein paar Leben gerettet werden. Danke nochmals für die Hilfe. Ich werde das jetzt meinem Verleger zeigen. Ja. Oh, 6000 Credits wieder gekriegt nochmal. Das ist richtig stark. So, dann gehen wir jetzt in die Bezirke und in die Märkte. Da ist dann nämlich Konrad Wörner, unser größter Fan. Ha, und da hinten steht auch schon. Super. Oh, hier, guck mal, da ist noch ein Keeper. Volus. Expat. Expat hat Upgrades. Ich hatte eine Idee und wollte sie Ihnen unbedingt erzählen. Ha, jetzt kommt's. Aber ich bin ziemlich beschäftigt, ja? Ich habe im Moment viel um die Ohren, aber ich nehme mir kurz Zeit für Sie. Fantastisch! Es dauert auch nicht lange. Da so viele Kolonien der Menschen angegriffen werden, frage ich mich, ob ein Spectre ausreicht. Wie wäre es, wenn Sie mich als neuen Spectre einstellen? So. Da verspricht sich jemand einen kleinen Karrieresprung. Ja, wir wimmeln ihn mal liebevoll ab. Ich halte das für keine gute Idee, Con. Aber ich wäre ein perfekter Spectre. Ich würde Ihnen helfen und dem Rat beweisen, was die Menschheit leisten kann. Ich möchte bei Ihnen sein, einen guten Kampf kämpfen, so wie Sie es während des Gyllianischen Angriffs auf Elysium getan haben. Ja, das... es gibt auch andere Kämpfe. Ich glaube Ihnen, Konrad, aber auf Sie wartet ein anderer Kampf. Was? Das verstehe ich nicht. Ich brauche Leute... die Leute zu Hause. Wissen Sie, was mich hier draußen anspornt? Das Wissen, dass die Leute zu Hause dafür sorgen, dass die Menschheit stark bleibt. Sie haben recht. Ich habe mich da wohl verrannt. Ich wollte helfen. Ich werde nach Hause gehen. Danke, dass Sie mir den Kopf gerade gerückt haben. Ja, das haben wir doch gerne getan. So, damit haben wir diese Mission auch abgeschlossen. Ja. Und, ja, haben ihn da mal ein bisschen, befriedigt. Zufriedengestellt. Das klingt schöner. Morland. Hallo. Guten Tag. Willkommen in Morlands berühmtem Geschäft. Brauchen Sie viele gute Vorräte? Ja. Lassen Sie mal sehen, was Sie haben. Oh, Sie werden zufrieden sein, denke ich.
Ich habe sehr schöne Dinge. Sie werden schon sehen. Wir nehmen mal nichtmenschliche Panzerung. Vielleicht haben wir auch mal was für... Quarianer. Guck mal hier. Oh, super gelb. Gelb ist aber irgendwie hässlich. Liberator ist auch gelb. Mann. Was kann der denn für? Oder eine Trojaner-Rüstung vielleicht? Kroganer? Das ist jetzt so ein bisschen... Ah, wir gucken mal, was an so Standardobjekten hat. Willkommen in Morlands berühmtem Geschäft. Brauchen Sie viele gute Lassen Sie mal sehen, was Sie haben. Oh, Sie werden zufrieden sein, denke ich. Standard. Ich habe sehr schöne Dinge. Sehr schöne Dinge. Na dann. Schwere Rüstung. Cool ist. Die... unbrauchbar. Aber hier, Granaten-Upgrade, das nehmen wir mit. Raptor, Sturmgewehr. Ja, ist schon mal schlechter als... Oh, die Warlord-Rüstung. Die kaufen wir. So, die ist nämlich ziemlich cool. Die sieht richtig stark aus. Und, jo. Okay, dann... haben wir hier keinen weiteren Händler. Würde ich sagen, wir haben die beiden Missionen gemacht, die wir machen wollten. Hier ist Korans Nest. Dann gehen wir zurück zu den Bezirken. Zählt Sicherheit. Und steigen wieder auf die Normandy. Mal rauf zur Andockbucht. Francis Kitt sprach über seine Pläne, Hamlet mit Elcor-Darstellern zu verwirklichen. Die Produktion wird den Elcor das dramatische Theater näher bringen, wobei sich Hamlet der Elcor-Körpersprache und Pheromone bedienen wird. Kitt sagt, dass er einem menschlichen Publikum überdies die Chance geben möchte, Hamlet anhand seiner Taten und nicht seiner Emotionen zu beurteilen. Aha. Naja, das ist mal ein interessantes Konzept. Wenn das funktioniert. Ich bin da eher... Ich glaube, ich wäre da skeptisch. Wir haben ja schon mal Elcor kennengelernt. Die sind dann doch etwas sehr speziell. Ja? Von daher wird wahrscheinlich auch dieses Theaterstück etwas sehr Spezielles sein. Okay. Ich wollte nur mal hier den Keeper anquaken hier. So. Wenn man sieht, wie sich die Bezirke vor einem erstrecken, lernt man die Zitadelle als Wunder proteanischer Ingenieurskunst zu schätzen. Beeindruckender Ausblick, Commander. Ja, ne? Ah, hier. Normandy Hülle inspizieren. Na gut. Haben wir hier noch was zu gucken? Ah ja, um die Waffen inspizieren. Okay. Da kann ich auch vielleicht schon mal vorweggreifen und sagen, dass wir die Waffen in Redaktion sehen werden. Später. So. Wir bereithalten, die Landungstrupp. Dekontamination aktiv. Dekontamination aktiv. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. Ja, ja. Auch nach all dieser Zeit ist dieser kleine Bug immer noch drin. Aber gut. Wir wollen uns nicht an Kleinigkeiten aufhalten. Wir gehen einmal kurz in die Aufträge. Cerberus.
Voyager Cluster, Yangtze-System. Okay, los geht's. Raus. So. Voyager Cluster. Ist da. Yangtze. Jawohl. Bintu besitzt eine Atmosphäre aus Kohlendioxid, in der es einen ständigen toxischen Chlordunst sowie Schwefeldioxidwolken gibt, aus denen sich regelmäßig heftige Schauer sauren Regens auf die Oberfläche ergießen. Die Oberfläche des Planeten besteht hauptsächlich aus Schwefel mit Vorkommen an Calcium. So wie die meisten Welten im Voyager-Cluster wird Bintu erst seit 20 Jahren von Forschern der Allianz kartografiert. Ein einheimisches Ökosystem ist nicht bekannt. Die Daten zu dieser Welt sind überraschend knapp und unspezifisch und zeichnen das Bild eines unangenehmen und uninteressanten Ortes. Das klingt ja so, als ob das ideal ist für eine geheime Organisation, geheime, unerlaubte Experimente durchzuführen. Zum Beispiel so wie Cerberus. Wir nehmen Ashley mit. Annehmen. Jawohl. Und dann werde ich dem Rex mal noch den Warlord-Panzer ansehen. Panzerbomb. So. Speichert Inhalt. Sehr fein. Earthnot Rex. Warlord. Jawohl. Ha. Das Scheißding ist so groß, das passt nicht mehr richtig ins Bild. So, wir gucken mal. Wir haben eine Forschungseinrichtung, eine Forschungseinrichtung, eine Forschungseinrichtung und eine Anomalie. Dann, oh, Moment, ja, gehen wir erstmal dahin. Würde ich es vorschlagen. Ich denke mal, da wo die Anomalie ist, ist letztlich der Punkt, wo wir hin müssen. Und, ja, nehmen wir uns den doch zum Schluss an. Okay, wir sehen schon, da gibt es so ein bisschen Feindaktivität. Gut. Da sind wir. Dann. Rex. Das sieht schon irgendwie. Mann. Wir betreten das Gebäude. So, schauen wir mal, was hier so Phase ist. Öffnen. Ein leerer Raum. Sehr verdächtig. Okay, Feindkontakt auf dem Radar. Das sieht irgendwie unangenehm aus. Los.
zuerst. Ich mach dich fertig. Ja, komm doch. Oh. So. Ende mit dem Theater hier. So. Dann gucken wir mal, was hier hinten noch los ist. Okay, irgendwie sind hier dann doch nur... Offenbar hat Cerberus noch weitere Basen auf dieser Welt, Commander. Offenbar. Sie haben die Bedrohung in dieser Einrichtung ausgeschaltet. Unterbrechen Sie jetzt. Untersuchen Sie jetzt eines der anderen nahegelegenen Labore. Okay, ja, hier kommen wir nicht rein. Dann flitzen wir doch direkt zurück zum Ausgang. Und check mal, was in der anderen Station so los ist. Okay, mal nach draußen. Ih, frische Luft. Okay, eine Zwischenspeicherung. Und wir gehen zu diesem Punkt. Er ist nicht so allzu weit weg. Sind wir hier jetzt auch auf der Suche nach Nurel Kahoku. Falls ihr euch erinnert. Das war der Admiral, von dessen Soldaten wir gefunden haben auf dem Planeten. Wo wir diesen fiesen, großen Dreschlund bekämpft haben. Der da dieser große Wurm auf den Boden kam. Ja, der war ja auf die Suche gegangen nach den Leuten, die hinter diesen Experiment gesteckt haben. Da hat er herausgefunden, dass das eben die Organisation Cerberus war. Cerberus. Und dann ist er die Koordinaten für diesen Planeten hier gegeben und gesagt, ja, hier. Und natürlich konnte er auch nicht warten, bis wir dann endlich da sind, sondern er musste natürlich auch schon vorstürmen und das auf eigene Faust erkunden. Was bedeutet, dass der wahrscheinlich irgendwo hier auch dann von uns gefunden werden kann. Okay. Jetzt wieder ein freier, leerer Raum. Ui, da sind thorianische Creeper drin. Ich hoffe zumindest, dass es könnten thorianische Creeper sein, ja. So. Los. Bestimmt umgehen. Wenn ich es nicht geahnt hätte. Na gut, ich dachte, er kann vielleicht schon. Ja. Diagnosestation. Fertigkeit zu gering. Hier wahrscheinlich auch sein. Ja. Ja, okay. Und dann ist das hier ja auch zu gering. Aber ein Tech-Kit. Technik-Kit. So. Alles nehmen. Und öffnen.
Creeper-Leichen gab es keine Spur von Kohaku. Er muss sich einem der anderen Labore in diesem Bereich befinden. Jo. Gehen wir zur nächsten Basis, Shepard. Solche Missionen liebe ich. Wenigstens einer hat Spaß. So, ja. Dann machen wir das noch als letzte Aktion. Quasi begeben wir uns zu dem Labor. Wir können mal... Oh. Hier. Zur Anomalie fahren. Und dann ist ja da auch die Forschungsstation direkt in der Nähe. Schauen wir mal. Ich weiß jetzt nicht, welcher Planet das ist, der da vorne auftaucht. Aber es sieht auf jeden Fall mal ganz angenehm aus. So. Geht der Herrisch. So, die Anomalie ist hier vorne. Oh, oha. Das ist mal interessant. Proteanische Pyramide, okay. Vielleicht waren es die Proteaner, die die Pyramiden in Ägypten gebaut haben. Ach, shit. Oh. So. Proteanische Datendisk gefunden. Im Innern der Monumentspitze befinden sich einige Kinderspielzeuge und abgewechselte Kleidungsstücke und eine proteanische Datendisk. Und 7.500 Credits. Das ist doch mal was. Okay, das war ja mal sehr interessant. So. Dann mal hier runter. Mal gucken, ob sich der Kahoku hier befindet. Wir gehen wieder rein. Und, Überraschung, der Raum ist wieder fast leer. Oh, nein. Oh, es gibt einen Spind. Aber die Fertigkeit ist so niedrig. Tja, so ein Ärger. Oh, da liegen... Ach, und da liegt jemand. Das ist doch bestimmt Kohaku. Der Admiral. So, wir bekämpfen aber erstmal wieder die Cerberus-Forscher. Ja, ich mach mich fertig. Mal so schwer. Oh, da ist ja noch einer. So. Das ist die Hilfestation. Schaffen wir mal um 2 Medigel. Das ist prima. Und nochmal ein Technik-Kit.
Kinetischer Puffer, Energiegewebe. Nehmen wir alles. Wir können mal kurz in unser Inventar gucken. Wir haben noch mal ein bisschen. Okay. Braucht da noch jemand? Ja. Nimm es dir. So. Rex hat alles, was er braucht. Der ist glücklich. Katana. Ja. Oh. Wir können auch mal unsere Schrotflinte wechseln. So. Dann Raiko. Ein schickes neues Pistölchen. Ja, das sieht auch schon schicker aus. Wer ist Ashley? Ja. Und okay. So. Naginata. Oh ja, dann lass mal die Ashley. Hammer. Ja. Okay. Dann. Nur noch ein letzter Halt, Commander. Das sind wir Kahoku schuldig. Ja. Sie tasten nach dem Puls, finden aber keinen. Admiral Kahoku ist tot. Trotz der wilden Bestien, mit denen er hier eingesperrt war, weist seine Leiche keine Spur von Verletzungen auf. Die Nadelanstiche auf seinem Arm lassen auf eine andere Todesart schließen. Oh Gott. Es ist Admiral Kahoku. Dann hat ihn Cerberus wohl doch gefunden. Ja. Das sagt unser Tagebuch. Der Hund des Hades. Sie haben eine größere Einrichtung für Cerberus gefunden. Begeben Sie sich nach Nephoron im Columbia-System des Voyager-Clusters und vernichten Sie sie. Ja, das ist Kahokus Vermächtnis. Er hinterlässt uns die Spur, die zu Cerberus führt. Meisterhafter Schildboost. Gut. Aber an dieser Stelle würde ich dann vorschlagen, oder ich tue es einfach und sage euch, hoppala, ja, ein herzliches Dankeschön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, überhaupt vielen lieben Dank, dass ihr auch alle hier guckt und ja, in der nächsten Folge werden wir dann mal das Cerberus Hauptquartier hochnehmen. Vielleicht doch auch noch mal ein paar Nebenmissionen abarbeiten. Ja, wir kommen dann schon eigentlich von der Hauptmission her bald an einen kritischen Punkt. Das wird nochmal sehr spannend und bis dahin möchte ich eigentlich ja noch ein paar Sachen abarbeiten. Einfach nochmal so ein bisschen, ja, noch ein bisschen genießen und dann so völlig ohne Eile dann weitermachen. Ja, bis dahin, alles Gute, ciao.